So, hi, willkommen bei Erfolgswolf und zwar zum Thema Erfolgsmessung mit Heatmaps und Scroll Maps. Und zwar geht es heute um ein kleines Werkzeug, das heißt Zoomomi, wenn man es denn so ausspricht. Also ich bin mir da nicht so ganz so sicher, ob das Zoomomi ausgesprochen wird. Vielleicht auch Sammomi oder so. Ja, es ist auf jeden Fall ja, durchaus ein kleines Plugin, was man installieren kann, ja, also für seine WordPress-Installation zum Beispiel. Es ist aber auch eine komplette Plattform. Das heißt also entweder, ne, man installiert sich das gleich als kleines Plugin oder aber man geht auf sumomi.com und meldet sich dort erstmal an und geht den klassischen Weg. Da ich jetzt nicht weiß, dass, ob hier jeder jetzt eine WordPress-Installation hat oder entsprechend vielleicht ein anderes System nutzt, will ich das einfach mal allgemein darstellen, wie das in einer Website praktisch implementiert wird. Und das ist im Grunde genommen auch sehr simpel. Und das, was man davon hat, das sind wie gesagt sogenannte Heatmaps oder auch Scroll Maps. Ich möchte euch zunächst einmal vielleicht vorher zeigen, was euch erwartet. Ja, wenn ich mal auf ein Projekt von mir gehe, nehmen wir mal Fitnessbikes. Ja, zu dem Projekt Fitnessbikes, das ist so eine kleine Affiliate-Seite, ja, zu dem Wort Fitnessbikes. Wenn wir da mal kurz drauf gehen, dann ja, seht ihr, wie gesagt, eine ganz gewöhnliche Website, eine ganz gewöhnliche Affiliate-Seite, die mit WordPress jetzt umgesetzt ist zum Beispiel. Und ihr seht jetzt hier schon links am Rand, ja, da seht ihr hier so eine kleine Krone. Na, hier ist so ein kleines Krönchen drauf und dieses kleine Krönchen ist hinterher dieses Werkzeug, dieses Zoomomi. Und wenn man auf diese kleine, ja, oder beziehungsweise wenn man das Werkzeug installiert hat, dann hat man die Möglichkeit, dieses Werkzeug auch zu konfigurieren. Ich halte das mal kurz an. Ja, es ruckelt hier noch ein bisschen durch die Aufnahmesoftware gerade. Es ist ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen ruckelig, aber egal. Wenn man das installiert hat, dann hat man so eine kleine Krone am Rand. Also entweder macht man die nach oben rechts, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Man kann die auch nach unten links schieben, je nachdem. Und wenn man da drauf klickt, also ich zeige euch jetzt erstmal das Endergebnis, dann bekommt man praktisch ein Menü. Ich gehe mal mit dem Account von dieser Website hier kurz da rein. Das ist wie gesagt kostenlos, das ist wirklich gratis und das ist wirklich phänomenal, also was dieses Werkzeug kann. Da gibt es ganz viele andere Werkzeuge auf dem Markt, die kostenpflichtig sind. Und ja, ich zeige euch mal hier ein Ergebnis, also gleich mehr zu dem eigentlichen Werkzeug und zu den Einstellungen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel am Rand so ein kleines Auge. Ja, das ist so ein kleines Auge. Und wenn ich da mal drauf gehe, dann seht ihr, dass jetzt eine Karte geladen wird, ja, die so unterschiedliche Hitzebereiche anzeigt. Ja, wenn ich jetzt so ein bisschen runterscrolle, dann seht ihr, dass das so ein bisschen dunkler wird. Und das Werkzeug zeigt uns jetzt praktisch an, wie weit die einzelnen Leser denn unsere Website betrachten. Ja, also wie weit scrollen die einzelnen Leser wirklich runter? Jetzt sieht man hier unten auf dem letzten Stück sind noch 19% der Leser angekommen. Ja, ganz unten haben wir noch 16% der Leser. Ja, und ganz unten haben wir noch 14%, die ankommen. Jetzt ist es natürlich je nach Ziel, was ich für ein Ziel habe. Ob ich möchte, dass wirklich mehr als 14% meine Website ganz durchscrollen oder ob ich damit zufrieden bin, das hängt immer so ein bisschen, wie gesagt, am Ziel. Vor allen Dingen, wenn jetzt typische Landingpages gebaut werden, dann ist es halt wichtig zu wissen, wo der Average Read-Bereich zu Ende ist. Also was ist die durchschnittliche, ja, Lesetiefe eines Nutzers, wenn er hier gerade neu draufkommt. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr dann die Response-Elemente, also einen Button zum Anmelden für den E-Mail-Verteiler und so weiter, dass das praktisch im sichtbaren Bereich ist. Das ist auf meiner Affiliate-Seite, sind das hier die Top 3 Fitness-Bikes. Ja, das ist für mich ein wichtiger Bereich. Und man kann hier sehen, Average Read, ja, 14%. Das bedeutet also, bis zum Ende kommen auf dieser Seite noch 14%. Das habt ihr gerade gesehen, ne, beim Runterscrollen. Und hier ist praktisch die Average Read-Line. Also andersrum gesehen, na, bis hier oben, also an den 10% vorbei, haben wir bis zur Average Readline 14%. Entschuldigung, habe ich gerade vertan, ne? 14%. Wir haben hier zweimal die 14% jetzt drin, aber bis zur Average Readline haben wir immer 14%.
Und bis zum Ende hin, also bis zur kompletten Seitenende, haben wir jetzt zufällig auch mal 14% der Leser, die komplett nach unten gehen. Und das ist, wie gesagt, eine Analyse, ein Werkzeug, das euch ermöglicht, zu wissen, okay, an welchen Stellen baue ich jetzt Elemente ein und führe den User weiter nach unten. Also wie bringe ich ihn weiter nach unten? Das können interessantere Zwischenüberschriften sein zum Beispiel. Das können auch manchmal so Pfeile sein, ja, um das Auge so ein bisschen nach unten zu kriegen. Das können auch nochmal so kleine Zwischenmenüs sein. Ja, also da muss man jetzt sehen, was habe ich für ein Projekt und welche Elemente habe ich zur Verfügung. Manche setzen auch auf mehr Animationen, ja, dass also nochmal so Zwischenanimationen eingebaut werden. Da muss man halt testen. Und dafür ist dieses Werkzeug halt da. Man kann das halt wunderbar testen. Und was wir auch für eine Möglichkeit haben, und das ist wirklich, finde ich persönlich, noch genialer, das ist hier so eine kleine Flamme. Ne? Wenn ihr hier so diese kleine Flamme seht am Rand, das hier ist die, das sind die Klickbereiche. Ne? Ihr seht jetzt hier Hitzebereiche, ne? So kleine Hitzebereiche. Und da wird jeder einzelne Klick wird hier gemessen. Also an welcher Stelle klicken die Leute? Jetzt sieht man hier oben, das Logo wird angeklickt. Ja, hier am rechten Randbereich, das nutzen hier einige Leute, um auch in die Richtung der Lupe zu kommen, um etwas auf der Seite zu suchen. Ja, wenn ich jetzt ein bisschen weiter runter scrolle, ja, dann sieht man immer, wo wird was angeklickt. Jetzt hat man hier so einen typischen Bereich in der Mitte, das ist nämlich meistens der Bereich auf Tablets und Co., also der Responsive-Bereich, wo die Menschen dann mit dem Finger praktisch einmal draufdrücken müssen, um die Seite jetzt nach oben zu scrollen oder beziehungsweise um weiter nach unten zu kommen, ne, im Lesebereich. Aber auch hier, ne, überall, wo jetzt so Affiliate-Bilderchen eingebaut werden, ne, da kann man dann wunderbar erkennen, dass die Klicks auf jeden Fall auf diese Flächen getätigt werden. Das Einzige, was nicht geht, jetzt seht ihr hier zum Beispiel ein eingebettetes Video, ne, ein eingebettetes YouTube-Video. Eingebettete Elemente kann dieses Werkzeug nicht auslesen und es ist mir auch kein Werkzeug bekannt, was eingebettete Elemente praktisch auslesen kann, weil die sich technisch gar nicht auf unserer Website befinden. Ja? Also da müsste man jetzt, wenn man wissen will, wie viele Klicks ich auf das Video bekommen habe, müsste man das Video entweder selbst auf dem Server haben und dann wirklich einen eigenen Player, den man da einbaut. Oder aber man muss halt in dem Fall zu YouTube gehen und sich dann halt anschauen, wie viele Klicks wurden getätigt, von welcher Seite. Das kann man bei YouTube in den Analysedaten dann sehen. Ja, und das ist wirklich ein, ja, sag ich mal, richtig geniales Werkzeug, wie ich finde, ne, wo man dann auch genau weiß, wo wurden entsprechend Klicks noch getätigt. Und auch hier unten drunter sieht man jetzt sehr, sehr schön, dass auch einige diesen Anzeigenbereich hier unten angeklickt haben, also jetzt bei Google AdSense. Und hier unten drunter einige Leute noch die Bildnachweisseite besucht haben, das Impressum besucht haben und auch Datenschutz. Ja, hier kann man wunderbar erkennen, dass Leute tatsächlich auch auf die rechtlichen Aspekte mal drauf gehen, um sich anzugucken, wem gehört die Seite eigentlich. Na, hier sieht man noch, dass einige versucht haben, diesen Hinweis Affiliate-Links anzuklicken. Daraus könnte man jetzt zum Beispiel, ja, also anscheinend besteht Interesse daran, dass die Menschen sich fragen, was ein Affiliate-Link überhaupt ist. Wahrscheinlich, also man muss sich natürlich die Fragen stellen. Und ich könnte jetzt auf die Idee kommen, das wirklich zu einem Link zu machen, also wirklich zu einem Link und dass zum Beispiel so eine kleine Infobox aufgeht. Ja? Oder dass ich vielleicht noch ein bisschen Text unten drunter schreibe und dann sage, das sind Werbelinks und wenn du darüber etwas einkaufst, bekomme ich eine kleine Provision, sodass du das Projekt unterstützen kannst. Ja, des Weiteren sieht man hier auch, dass die Hauptbereiche Herren und Technik, also Fitnessbikes an sich, ist eher so das Thema für den Mann, ja, für den Mann, obwohl es gibt wunderbare Fitness-Frauen-Bikes, also ja, gibt es auch, ne, für die Damen. Aber es ist halt ein eher technischer Bereich und das kann man hier auch wiederum schön erkennen, wo die Leute dann drauf geklickt haben. So, ihr seht also, dieses Werkzeug ist wirklich wunderbar. Ne? Das ist ein sehr, 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 sehr schönes Werkzeug. Und vor allen Dingen, es ist halt kostenlos und immer wenn jetzt 1000 Klicks gezählt worden sind, dann kann man praktisch nochmal die nächste Kampagne wieder anstupsen. Ja, das heißt also, ich würde jetzt erst einmal was ändern, zum Beispiel unten das mit dem Affiliate-Link, ja, das würde ich anpassen. Und dann würde ich diese Kampagne, diese Heat, diese Klick-Kampagne nochmal von vorne starten. Und so werdet ihr immer besser. Ne? Ihr werdet so immer besser. Jedes Mal, wenn wieder 1000 Klicks zustande gekommen sind, guckt ihr euch wieder die Auswertung an, wisst, wo drauf geklickt worden ist, wisst, wie weit hoch oder runter gescrollt worden ist und könnt daraufhin die Website optimieren und ihr werdet so
jedes Mal besser. Schritt für Schritt wird so eine Website dann besser. Okay, also, wie geht das mit diesem Werkzeug? Wie richte ich das ein? Typischerweise, wie gesagt, auf der Website zoomme.com, ja, warum lädt er jetzt nicht? Nein, jetzt hat er Signal. Muss man sich zunächst einmal einen Gratis-Account erstellen. Ja, einfach hier die eigene Adresse eingeben, ne, eigenen Website-URL zum Beispiel eingeben. Oder man erstellt sich halt, wie gesagt, gleich hier über Sign-Up einen Account. Und ja, wenn ich mich jetzt mal mit meinem Account einlogge, oh, schauen wir mal hier. Na, will er nicht? Ich will meinen Passwortmanager gerade nicht. Und dann tragen wir es mal so ein. Dann switchen wir hier mal rein. Man kann, wie gesagt, so viele Seiten, wie man mag, hinterlegen. Ich habe hier auch sehr viele Übungsblogs zum Beispiel, die ich mit meinen Comcave-Teilnehmern mache oder mit den IAK-Teilnehmern zum Beispiel. Ne? Dann trainieren wir halt so ein bisschen mit, was will ich hier, Smartwatches für Damen oder Notstromaggregate kaufen. Ne? Hier sind so ein paar Blogspot-Adressen, wie gesagt, das sind so ein paar Übungsblogs. Und ich kann jetzt praktisch eine neue Seite anlegen. Jetzt bräuchte ich praktisch eine neue Website, also das macht man dann, ne, wenn man jetzt eine neue Adresse hat, wie jetzt zum Beispiel bei Fitnessbikes, und dann geht man einfach auf Add, ja, dann sagt man Add Site und man wird dann in ein Menü weitergeleitet. Ich zeige das jetzt mal mit Fitnessbikes, da kommt man dann nämlich in das Menü der einzelnen Details, also der Seitendetails. Da steht dann nochmal drin, was ist der URL, ja, was ist der Seiten-URL, was ist der Seitenname, und dann komme ich praktisch hier, na, wenn ich jetzt auf Manage klicke, komme ich in das Menü nur für Fitnessbikes und habe dann hier die Möglichkeiten, die einzelnen Elemente zu aktivieren. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist einen kleinen Code-Schnipsel zu integrieren. Ja, also bevor die Funktionen auf dem URL, also jetzt Fitnessbikes.net, funktionieren kann, muss vorher ein kleines Schnipselchen eingebaut werden. Und dieses Schnipselchen, das findet hier, jetzt muss ich selber mal kurz gucken, wo das Schnipselchen eingebaut ist. Hier, da haben wir es. View Install Code. Ja, in diesem Bereich, View Install Code. Da findet man dieses kleine Skript. Ja, und dieses kleine Skript kopiert man sich eben raus. Und jetzt seht ihr hier oben auch, ne, Insert Following HTML Code into Head of Your Website. Jetzt muss natürlich jeder wissen, wie er selber in den Head-Bereich der eigenen Website kommt, muss aber nicht unbedingt in den Head-Bereich. Also in einem Content-Management-System kann das ruhig in einem Randbereich reingebracht werden oder in einem Fußbereich reingebracht werden. Das ist eigentlich im Grunde genommen völlig egal. Ja, wer WordPress benutzt, da sieht man hier unten drunter, ne, Use WordPress, dann klicke hier, weil dann wird man weitergeleitet auf das Plugin. Ja, da kann man halt das Plugin für seinen WordPress-Blog benutzen und richtet es dann ein. Ja, und das ist, wie gesagt, dieses kleine Skript. Einfach Copy and Paste in die eigene Website. Ja, wer da Probleme hat mit seiner Website oder wie auch immer, einfach auf Facebook, ne, in die Gruppe Erfolgswolf hilft, einfach mal reinschreiben. Ja, dann ist das auch kein Problem für die unterschiedlichen Content-Management-Systeme, da ein paar Anhaltspunkte zu geben. Wie gesagt, bei WordPress ist das unheimlich einfach, bei den anderen eigentlich auch. Sofern dieses Code-Schnipselchen auf jeder einzelnen Unterseite praktisch drauf ist. Und in einem Content-Management-System ist das halt immer dann der Fall, wenn man halt diesen Code im Head-Bereich oder im Fuß-Bereich oder im Rand-Bereich praktisch implementiert hat. Ne? Wenn ihr das dann gemacht habt, dann bekommt ihr direkt auf eurer Domäne, also auf eurem URL, dann halt so eine kleine Krone. Ja, die kleine Krone wird dann oben rechts angezeigt. Das ist so ein bisschen versteckt manchmal. Da muss man mit der Maus dann so drüber fahren, ja, damit das eingeblendet wird. Und dann kann man entsprechend dieses Werkzeug nutzen. Ja, also wenn ich auf die kleine Krone dann klicke, dann bekomme ich die Menüs, die ich benötige. Und das, was ich euch empfohlen habe hier an dieser Stelle, das sind einmal diese Heatmaps. Ja, die müsst ihr einmal aktivieren. Also dann geht ihr einmal auf On, dann wird diese Funktion aktiviert und ihr habt am rechten Rand, wenn ihr die Website einmal aktualisiert habt, also einmal F5 drücken zum Beispiel, dann bekommt ihr hier so eine kleine Flamme und könnt dann die Kampagne starten. Und dann habt ihr einmal diesen Bereich der Content Analytics. Ja, Content Analytics, das aktiviert ihr entsprechend auch. Einfach hier dann diesen Schalter, ja, draufklicken und dann einmal eure Website wieder aktualisieren. Und dann bekommt ihr hier so ein kleines Auge und könnt dann auch die Scrollmap-Kampagne praktisch laufen lassen. Das Werkzeug kann noch einiges mehr gratis,
Da seht ihr zum Beispiel dieser Bereich Share, das sind diese kleinen Teilen-Button am Rand, ja, das sind diese Share-Buttons. Man kann das Ganze auch mit Google Analytics verknüpfen, dann bekommt man sofort auf seiner Website hier praktisch angezeigt, wie gerade die Google Analytics-Daten so aussehen. Es gibt aber auch Kontaktformulare für die E-Mails, ne, dass man, wenn man ein E-Mail-Anmeldeformular hat, dass es so Pop-ups gibt. Oder Scrollboxen, das sind so Sachen, wenn man runterscrollt, dass dann praktisch so eine Informationsbox automatisch reinkommt. Ja, und ihr seht selbst, das Werkzeug hat noch einige Funktionen mehr, die in ihrem Umfang gratis sind für den Start. Das heißt also Heatmaps, Scrollmaps geht ohne weiteres, das ist gar kein Problem. Wenn ich allerdings jetzt zum Beispiel Zusatzfunktionen haben möchte, zum Beispiel für das Kontaktformular, also ich möchte jetzt zum Beispiel ein E-Mail-System andocken, was jetzt noch nicht supported ist, dann muss ich Geld bezahlen. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr faires Modell. Wie gesagt, erstmal für die Heatmap und Scrollmaps ist es gratis. Ich würde es nutzen auf jeden Fall. Na, das bringt einen immer ein ganzes Stückchen weiter, wenn man dann wirklich sieht, wohin scrollen die Leute und vor allen Dingen, wohin klicken sie ganz genau. Ja. Okay, also das auch als kleine Vorstellung für Sumo Mi oder Sumo Mi oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Und ich hoffe, ihr nutzt die neu gewonnenen Erkenntnisse, setzt es ein. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach auf Facebook kommen, Erfolgswurf hilft, Gruppe beitreten und dann dort auch nochmal die Fragen stellen. Und ansonsten kommt ihr einfach vorbei auf erfolgswolf.de und tragt euch einfach ein in die Liste zum Beispiel, ja, also auf erfolgswolf.de gibt es natürlich auch einen Infoverteiler rund um Online-Marketing und Network-Marketing, ja, und würde mich natürlich freuen, euch dort auch begrüßen zu dürfen und natürlich setze ich dort auch auf dieses kleine Werkzeug Sumo.me, wie ihr hier jetzt schön sehen könnt. Gut, dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von mir, wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, das Spielchen, ne? Gebt dem Video ein Däumchen hoch und wer mich noch nicht abonniert hat, klickt einfach auf Abonnieren und vielleicht noch auf die kleine Glocke bei YouTube. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Infovideo und es geht natürlich demnächst auch weiter mit AB-Tests zum Beispiel im E-Mail-Verteiler oder mit Google Analytics und viele weitere tolle Sachen, wie man mit seiner Website nach vorne kommt und immer mehr Partner und Kunden für sein Geschäft generiert. Das ist immer der Kern des Ganzen. Bis dahin, euer Ralf. Und ciao, ciao.